Was geht ab, Leute? Jetzt willkommen zur nächsten Folge. Machen wir weiter. Gut, hier ist schon mal eine Mission von Neil oder Nile, je nachdem. Falle. Ich schreibe für das Magazin für internationale Beziehungen. Ich habe von Ihnen gehört. Ach, wirklich? Wie sind Sie hier reingekommen? Zu Beginn der Krise war das nicht so schwierig. Und als Sie Suleiman dann die Zügel in die Hand gaben, war klar, wie sich die ganze Sache entwickeln würde. Und da wollten Sie bleiben? Ehrlich gesagt will ich gerne weg. Aber das scheint momentan unmöglich. Normalerweise gibt es in abgeriegelten Städten jemanden, den man bestechen kann. Hier nicht. Ich kann Ihnen da nicht helfen. Hier kommt keiner raus. Scheint so. Aber meine Arbeit. Ich habe seit dem ersten Tag der Krise Aufzeichnungen gemacht. Hunderte Interviews mit Leuten, die keine... naja, keine Leute mehr sind. Suleiman hat viel auf dem Kerbholz. Die Welt muss erfahren, was hier vorgefallen ist. Ich bin verzweifelt, Mann. Ich habe meine kompletten Aufzeichnungen verloren. Das Internetcafé, in dem ich mich verschanzt hatte, wurde angegriffen. Ich kam ohne Biss davon, aber meine Umhängetasche ist noch dort. Und die Sachen sind in der Tasche? Die meisten. Während meiner Flucht musste ich meine Kamera in einem Auto deponieren. Ich weiß, ich verlange viel. Selbst wenn ich alles finden sollte, sitzen Sie immer noch hier fest. Hören Sie, ohne meine Aufzeichnungen gibt es keinen Grund, Harran zu verlassen. Das Café ist in einem komplett überrannten Viertel. Gut, vielleicht, aber ich verspreche nichts. So, eine Mission also. Hol mir das und das, okay. Sonst ist hier nichts, genau. Was haben wir hier? Das ist noch nicht. Der Händler vom letzten Mal hat nichts Neues, genau. Das habe ich ja sortiert. Gut, warte, wo ist denn das? Zeig mal her. Hier ist noch eine Schützenmission. Das machen wir weg. Hier. Okay. Und dann haben wir hier noch eine Mission. Genau, erst die Tasche, dann die Kamera wahrscheinlich. Okay. Ja gut, dann fangen wir damit an, Leute. Da das natürlich ein bisschen entfernt ist, machen wir einen kurzen Cut. Also, bis gleich. So, Leute, da wären wir wieder. Da müssen wir hin. Oh, nicht in den Bus rein. Alter, ganz ruhig. Fallon, ich bin in der Nähe des Cafés. Worauf soll ich achten? Bestellen Sie keinen Latte. Die Milch ist meistens sauer. Alles klar, danke dir. Oh Leute, das wollte ich gar nicht. So. Komm, das nehmen wir mit. Das ist kostenlos. Oh, da war was. Jawohl, wieder eine dunkle Sichel. So, hier gibt es keine weiteren Eingänge, richtig? Genau. Autobombe. Da unten können wir wieder aufmachen. Können wir aber vielleicht ohne das rauf? Rein. Weg mit dir. Ja, oh, das geht. Piss dich, Junge. So. Keine Ruhe hier. So, ich hoffe, ich habe jetzt mehr Ruhe. Ach, die sind da drin. Das hört sich so an, als wenn die da draußen wären. Ja, das ist schlecht. Jawohl. Oh shit, der lebt noch. Ich versuche ihn so zu töten, ohne dass das Ding explodiert. Das wäre nicht gut. Reicht dir das oder nicht? Ja, finally. Mann, sind die viele. Danke dir. Alter, das war eine LAN-Party hier, Junge. Sogar eine tote Maus, ey. Man musste die Streak am Laufen halten. Wer quittet, muss alles bezahlen. Der schlägt durch die Mauer, alles klar. Die Statuen. Hier ist es nicht. Warte, was haben wir hier überhaupt? Ah, müssen wir was essen. Ein Burger. What the fuck, das war ja wie ein Schokoladenbar. Okay. Nachricht. Die Tasche. Ich hab ihre Tasche. Wo finde ich die Kamera? Sie sind der Hecht. Sie ist im Kofferraum eines schwarzen Wagens auf der Brücke der Schande. Das war jetzt nicht, was ich hören wollte. Dein Ernst? Ach du Scheiße. Okay, da gehen wir gleich hin, Leute. Da wir hier in der Nähe sind, machen wir das zuerst. Ganz ehrlich, hier ist eine Schützenmission, hier ist eine Schützenmission. Genau. Und das ist sozusagen die Story, die weitergeht. Das wollen wir natürlich noch nicht. Und wir müssen auch noch irgendwo hier hin. Da muss ich noch gucken, genauer wohin.
Denn wir wollen natürlich noch Excalibur finden, Leute, ne? Hey, Mensch, lasst mich in Ruhe. Alter. Wenn mir da keiner reinkommt. Perfekt. So, habe ich die markiert oder nicht? Ne, habe ich natürlich nicht. Markieren. Sehr gut. Boah, Alter, was ein Hook. So, was bist du? Händler? Warte, noch einen runter. Okay. Ha? Hey du, Crane. Komm her. Ich habe einen guten Tipp. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber diese Toten haben ein richtig gutes Gehör. Lärm zieht die an wie das Licht die Motten, verstehst du? Weißt du, worauf ich hinaus will? Sie sind hungrig, strunzdumm und werden von Explosionen und sowas angelockt. Also wenn du einen siehst, an dem die ruhig ein bisschen knabbern könnten, machst du direkt neben ihm eine Menge Krach. Dann kommen die Beißer in Scharen an. Manche finden das vielleicht unfair. Tja, die können mich mal. Mir nagen die Dinger nicht die Fresse ab. Ja, ich werde es mir merken, danke. Ja, also ist ein guter Tipp. Also gegen Reichs Männer kann man es immer machen, ne? Weil, scheiß auf die. Aber ich glaube, bei ihm hört es jetzt so an, so von wegen, tja. Der im Weg steht, hat einfach Pech gehabt. Tja, am Ende ist es halt das Überleben, ne? Das ist dann nicht so eine Bilderbuchgeschichte, so von wegen jeder ist so richtig moraltreu. Nee, nee, nee. Das nackte Überleben. So, was hast du für mich? Küchenmesser, kann ich kaputt machen? Das nehmen wir alles mit, dann... Die Mission ist da hinten, okay. Extravaganter Mauerhammer. Doppelt sogar. Der grüne ist stärker als der rote Hammer. Ha, bei den Autos ist das andersrum. Na gut. Dann nehme ich mir halt den grünen Hammer. Der hat mehr Stats und wir sind fast schon wieder leer. Holy. Von Kohle her. Die ist nur grau. Ne, das lohnt nicht. Dann verkaufen, verkaufen. Was können wir noch verkaufen? Polizeigewehr, weg damit. Und das war's eigentlich schon. Mehr haben wir nicht. Dann tun wir den Hammer da rein. Wir sammeln die ja gerade noch, bis ich wechsle. Und, nee, das war's eigentlich, genau. Haben wir alles? Ja. Ein Schnäppchen für die. Nee, 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 ich will kein Schnäppchen. Ich muss hier hin. Bandagen und Medizin. Finden Sie Bandagen und Medizin für Teuger. Simpel. Haben wir das? Feuerzeuggas. Habe ich schon. Lol. Okay, bitteschön. Mull. Hallo? Darum hat man eine Transplantation gemacht. Bloß war es kein Daumen, sondern ein großer... Fehlt irgendwas? Warte mal. Suchen Sie in der Stadt nach Feuerzeuggas. Wie viel denn? Hat das nicht gereicht? Noch mehr? Dreimal. Ich habe zwei abgegeben. Oder ist es nochmal? Alter, okay. Drei Feuerzeuggas suchen. Ja, dann suchen wir weiter. Was ist das hier? Medizin suchen. Drei Spritzen, drei Schmerzmittel. Boah, ist es markiert? Nö. Da müssen wir wahrscheinlich die ganzen Krankenwagen machen. Damit wir das finden. Na gut. Melden Sie sich bei Tolga und Fatin. Stimmt, die haben sich ja dazwischen gemeldet. Da müssen wir dann auch hin. Und die Kamera. Okay, pass auf. Was ist der beste Weg? Schützenmission hierhin. Die wird uns irgendwo hinleiten mal wieder. Und dann das nächste davon machen. Vielleicht müssen wir sogar mit der Schützenmission dahin. Dann fangen wir dann hier an. Oder es geht irgendwo hierhin. Dann können wir die Schützenmission noch machen. Genau. Sonst haben wir hier sowieso nichts mehr. Und ich glaube oben auch nicht, sonst kontrolliere ich das sowieso erst dann, wenn wir sozusagen kurz vorm Übergang sind zu der nächsten Karte. Weil danach hört sich das ja an. Sektor 0. Gut, da hinten ist der, der geschützt werden muss. Zu ihm. Lol. Dies ist Hallo. Eine Angelegenheit von äußerster Dringlichkeit. Warum? Wären Sie interessiert? Es wird sich für Sie lohnen, materiell und immateriell. Das versichere ich Ihnen. Sie klingen wie ein Verkäufer. Und Sie liegen richtig. Faruk Korkmaz, Serb-Reinigungsprodukte und Dienstleistungen. Wenn Sie einverstanden sind, würde ich Ihnen gerne ein einmaliges Angebot machen. Alles klar. Ich habe nicht vor, irgendwas zu kaufen. Akzeptieren Sie die Cookies. Natürlich nicht. Und ich habe auch nicht vor, Ihnen etwas zu verkaufen. Nur eine Sache. Eine Idee. Sie helfen mir. So, so.
Ich bin nur noch 3 Geschäftsabschlüsse davon entfernt, Handelsvertreter des Jahres zu werden. Aber natürlich nur, wenn das Jahr wegen der Zombie-Apokalypse früher als gewöhnlich endet. Aber das tut es ja. Ich bin ziemlich beschäftigt. Sind wir das nicht alle? Ich zähle auf Sie, denn die Verträge sind bereits abgeschlossen. Ich muss lediglich 3 Flaschen Serb-Fleckenentferner verkaufen, damit ich die Geschäfte als abgeschlossen verbuchen kann. Und der Titel gehört mir. Gut, aber... Aber was springt dabei für Sie raus? Ruhm? Was noch? Reichtum? One Piece. Und natürlich die Serb-Garantie, dass Sie sich danach erfüllt und zufrieden fühlen werden. Alles klar, danke dir. Einverstanden. Dann mal los. Sie werden es nicht bereuen. Harte Zeiten für unsere Branche. Fressen oder gefressen werden. Aha. Muss ich durchbeißen. Mein Motto, Totgesagte leben länger. Alter. Junge, wer hat den besseren Witz? Ach warte, das ist die falsche Klinge die ganze Zeit, oder? Ja. Genau, das ist die gute. Das Geräusch war weg, es war viel zu leise, ich habe mich schon dran gewöhnt. Bam, Junge, bam, Junge. Das war nicht gut. So, jetzt ist sie tot, 100%. Oh, wenig Zombies hier, Glück gehabt. Ach, Scheiße. Bin unterwegs, Kumpel. Ich muss gerade hier selber ein paar noch bewältigen. Ich schnitzel hier einfach alles durch. Oh, der hat mir eine rechte Faust gegeben. Serb, Alter, Junge, was geht bei denen ab? Der kommentiert sein Gameplay. Alter, E-Sports Gaming. Und? Ihre Lieferung von Serb? Die sind bestimmt auf Zombiejagd. Ich lasse die Flasche hier. Ihre Rechnung kommt später. Alles klar. Junge, der hustelt sogar im letzten Moment. Also ich sehe die Beförderung, ich kann sie riechen. Da, wo andere aufgeben, mache ich weiter. Oh, Alter, sein Bein gerade. Holy. Du Scheiße. Nee, 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 du wirst mir nicht Feuer machen. Alter. Da, fuck. Ist er... Egal. Aua, das tut weh. Fresh Chicken. Junge, kostenlose Zuhause-Lieferung. Hammergeil. Weg mit dem. Alter, sind es viele. Beide fliegen. Komm her. Stück Scheiße. Mein Gott. Ich muss reparieren. Das Ding ist schon wieder so kaputt. Ihre Lieferung von CERN. Ich wette, die sind auf der Suche nach ATC. Mein Gott, wo kommt die her? Tür. Dank der automatischen Nachbestelloption gibt es nächsten Monat 2 weitere Flaschen. Ein fleckenfreies Leben für Sie. Alter, ich glaube, in so einer Situation gibt es keine weitere Bestellung. Alter, spawn hier? Fühlt sich sonst anders an. Was? Sind Sie von der Heilsarmee? Oh, hier in der Nähe wäre die Dings gewesen, die Tasche. Okay. Passend. Alter, erstmal gib ihm. Wo kommt die denn her? Alter, ist sie irgendwie... Alter! Irgendwie ist die Mission anders, Junge. Die spawnen hier ohne Ende. Da rechts schon wieder, ich sehe ihn. Boah, Junge, das war geil. Slow-Mo, Bombe.
Scheiße. Der Typ ist... Nee, der ist so durch, Junge. Seine Kampfattacke, ohne Scheiß mit dem Sound, ist so lustig. Unsere Verkaufsstrategie war ein durchschlagender Erfolg. Oh, da kann ich noch rein. Es ist... Oh, das ist... Warte. Markieren, markieren, markieren. Da könnten Spritzen drin sein. Es wird langsam... Ah, nee, die Sonne geht auf oder geht sie unter? Geht unter, ja moin. Mann, ist der schnell. Junge, was ein Verkäufer. Oh, shit. Was zur Hölle war das denn? Ja, GG, danke dir. Oh, Alter. Das Gehirn einfach an der Wand. Der Fuck, das war einer von Reichs Männern. Warum? So, da wären wir wieder zurück. Okay, komische Mission. Sehr, sehr komisch. Sie sind nun ein Ehrenangestellter bei SERP, Reinigungsprodukte und Dienstleistungen. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Hier, Ihr Honorar. Ach ja. Halten Sie sich von meinen Kunden fern. Wenn Sie mich hintergehen, muss ich Sie leider erschießen. Ach du Scheiße. Holy. Okay. Da ist jemand sehr gierig darauf, verstehe. Ah, warte, da müssen wir ja hin. So, danach müssen wir ja dahin. Aber wir gehen kurz zu diesem Arzt aus dem Posten oder Geschäft. Da könnten Spritzen drin sein. Da unten. Fuck. Oh shit, das war knapp. Kann ich da rein? Das ist schlecht. Es kommen aber mehr. Down. Als wenn du so ausweichen kannst. Ihr seid doch verrückt. Mensch, reicht hier. Das spawnt ein neuer gerade im Hintergrund. Das ist so lächerlich. Leider alles leer. Holy. Einfach gar nichts. Holy. Schmerzmittel. Ja, das ging. Aber nice. Und noch einer. Tja, was kann hier noch sein? Das meiste ist ja leer. Wir brauchen noch mehr. Wo gibt's denn... Also jetzt mal ohne Scheiß, woher kommen die? Ich mache ja gar keinen Sound oder so. Es ist irgendwie gerade voll buggy, wie doll die spawnen. Und die kommen immer instant auf mich rauf. Holy. Vielleicht einmal schlafen, das resettet dann auf einmal. Hoffentlich. So, Schläfchen. Oh, noch eins. So, haben wir irgendwas Neues? Ja, Sturmgewehr verkaufen. Legendäres Klappmesser. Habe ich das schon? Baseballschläger, das, Kokori-Messer. Nee. Das habe ich noch nicht. Nee, das gönnen wir uns. Scheiß drauf. Dann verkaufen vom Sturmgewehr und... Ach komm, machen wir die hier weg. Wir haben mittelalterliche Wurfaxt. So, Messer da rein. Perfekt. Etwas Besseres finden. So, der sitzt dann rum. Ja, weiter geht's, ne? Da haben wir fertig. Wir müssen noch mehr zwischendurch darauf achten, wenn wir rumlaufen, wo hier noch weitere Arztpraxis sind oder Apotheken. Und weh, die spawnen schon wieder. So, jetzt ganz schnell. Am besten aber die Straße entlang, Richtung Ziel. Junge, hier ist irgendwie voll Karacho. Da braucht jemand Hilfe.
Ich danke dir. Das werde ich dir nie vergessen. Danke dir auch. So. Dann weiter. Arztpraxis. Ach, schwede die Kacke. Ja. Dazu habe ich, glaube ich, aber immer noch nichts gefunden. Oder voll vergessen zu gucken, was da los war. Es war eine gute Ablenkung, muss ich sagen, aber ich würde gern wissen, wie man es ausmacht, eigentlich. Naja, ich gucke später noch irgendwann vorbei. So, Arztpraxis. Auf dem Weg sehen wir noch nichts. Nur wieder Fresh Chicken. Das suchen wir gerade aber nicht. Da ist einer. Ah, immer solche Öffnungen. Aber da komme ich nicht rein. Nicht durch diesen Eingang. Jawohl, warte. Ach, schade. Rote Tür. Machen wir das Ding hier auf? Perfekt, so. Come on, da muss es auch drin sein. Spritze. Medkit. Keine Spritze. Holy, es muss wahrscheinlich alles da drin sein. Ich komme nicht raus. Wer hat das so programmiert? Holla, moin. Warte. Kannst du da wieder reinfallen eigentlich? Nee, anscheinend nicht. Okay. So, wir müssen nach oben. Wie kommen wir da anders sonst rein? Hier ist eine Öffnung. Sehr gut. Was ist das hier? Eine Flagge. Nice. Oh, shit. Das war ich nicht. So viele Metallteile. Ohne Scheiß, das ist sehr heftig. Leider, wie gesagt, kann man eine Waffe nur maximal 5-mal reparieren. Deswegen auf jeden Fall wird da noch ein Mod oder so kommen, weil ich mag es nicht, ständig Waffen zu verlieren. Auf die Idee. Weil dann sollte man erstens, ich glaube, Dead Island war so unendlich reparieren zu können, aber dafür muss man auch nicht blechen. Aber dennoch, die Möglichkeit immer zu reparieren ist viel besser, weil man hat ja auch eine Lieblingswaffe. Und bei manchen Waffen kann ich es ja verstehen, dass die kaputt gehen, so wie, keine Ahnung, altes, dreckiges oder kaputtes Holz, dass es kaputt geht und dann geht nicht mehr. Aber so, keine Ahnung, so ein voller Metall-Basie, das macht gar keinen Sinn. Spritze, aber das ist mehr Drogen, okay. Auch nicht. Was ist das hier für eine Apotheke? Ich hoffe, da kommt noch was. Ja, schon besser. Öffnen. Come on. Schmerzmittel, fertig. Nur 2 von 3 registriert. Warum? Ich habe doch schon mehr gehabt. Ach so, die haben verschiedene Aussehen. Gleiche Aussehen, aber verschiedene Namen. Upsi. Geht nicht. Hier haben wir gar nichts. Okay. 2 Stück hatten wir hier drin. Glückwunsch. Hat ein bisschen mehr erwartet? Schon wieder. Reicht jetzt auch langsam. So, da brauchen wir noch mehr. Eine Apotheke noch, dann sind wir zufrieden. Wir sind auch gleich bei der 2. Schützenmission. Apotheke. Da vielleicht, aber wir gehen trotzdem in die Richtung. Boah, Junge, dieses Sunflare ist echt heftig. Oh, da vorne. Alter, ich habe ihn nicht spucken gesehen. The fuck? Kebab. Not bad. Hi. Nicht schießen. Ich bin einer von den Guten. Okay. Reis? Lol. Du trägst aber nicht die Uniform der Guten. Ich kann alles erklären. Ich bin Ahmed. Ach, war ja klar. Vor 2 Monaten beging ich einen Riesenfehler. Ich schloss mich Reis an. Ich weiß, es war dämlich, aber was blieb mir übrig? Es hieß, er würde sich das ganze Antizin unter den Nagel reißen. Also hielt ich das für clever. Ja. Und jetzt? Ja, okay. Hast du deine Meinung geändert? Ernsthaft? Das sind Wilde. Die schlachten Leute zum Spaß ab. So bin ich nicht und deswegen musste ich weg von ihnen. Aber Raiz mag keine Überläufer. Seine Männer schossen auf mich, sobald sie mich sahen. Ich will zu Brackens Leuten, aber auch die schießen auf mich. Alle schießen auf ihn. Du willst also, dass ich dir helfe, zum Turm zu kommen?
Ich habe nichts, womit ich dich bezahlen könnte. Aber ich kenne ein paar Verstecke, in denen Reis Sachen bunkert. Sie liegen auf dem Weg. Okay. Machen wir. Okay, ich bring dich zum Turm. Wusstest du, dass man Augäpfel essen muss, wenn man sich Reis anschließen will? Menschliche Augäpfel. Und das hat dich nicht stutzig gemacht? Es hat mich beunruhigt. Aber ich wollte dazugehören, verstehst du? Heavy. Ja, das ist halt das Minimum, ne? Im Sinne von, das hört sich natürlich jetzt komplett krank an, aber in so einer Situation, ne? Isst du lieber, wie zum Beispiel so ein Fischauge, nur als Beispiel, lieber nur ein Fischauge einmal und du kannst dann leben, weil du Antizin bekommst? Oder tust du es nicht und verreckst und dann denkst du auch nur so, einmal Scheiße fressen indirekt und dann überlebt man wenigstens. Dann läuft noch einer mit seiner Attacke. Banzai, Junge, der Ahmed. Ahmed aus Japan oder was? Gib ihm. So, wo ist er denn? Karte gucken. Ah, da hinten. Junge, die sind immer so schnell, ey. Übel. Dieses Versteck haben sie schon geplündert. Aber ich kenne eins, von dem sie nichts wissen. Dann lass uns gehen. Oh nein. Keine Wahl. Junge, Schnitzelparty. Warte mal, ich nehme mal einen Bogen lieber. Ich hab keine andere Wahl. Erstmal beim Zombie entschuldigen. Oh, da sind viele. Da vorne. Gott, ich will eine Schusswaffe mit Silencer haben, ey. Unnormal. Aber der muss jetzt warten. Da kann ich nicht helfen. Wir haben gerade selber eine Mission. Die ist wichtiger. Oh, da oben ist jemand. Das ist ein Hinterhalt. Für die, nicht für uns. Bam, Junge. Ich lauf schon mal weiter. Nein. So, alles mitnehmen. Es und? Ist noch alles da. Bring mich zum Turm. Dann bekommst du deinen Anteil. Gehen wir. Ich will ja jetzt schon rein. Okay. Das sind nur mittlere Kisten. Ist jetzt nicht so schlimm. Dass wir das jetzt nicht holen, ist egal. Bei blauen Waffen haben wir schon genug. Wir müssen die schweren Kisten, die weißen, haben. Ich habe keine Ahnung, ob es sehr schwer gibt. Wahrscheinlich in der nächsten Karte. Vermute ich jetzt mal. Und ich glaube, da sind Minimum lila Waffen drin. Wenn nicht sogar legendäre. Oder vielleicht verkaufen die ja nur legendäre. Oh nein. Klopfst du ihn weich? Ich mache ihn dann fertig. Hier kommt Ahmed! Die hält. Der hält doppelt, dreifach so viel aus. Piss dich. Ja? Ich hoffe mal. So. Diese scheiß Alarmanlage, ich verstehe sie echt nicht. Noch nicht. Ich hoffe, ich finde die irgendwann. Ich werde irgendwo einen Sicherungskasten, einen Knopf, was auch immer. Alles klar, beim Weg. Als wenn. Nimm dich vor seiner Kotze nach. Ja, das weiß ich. Jawohl, Junge. Genau das abgeschnitten. Du musst weiter. Komm auf, Junge. Oh, Leute, man könnte suchen. Auch lustig. So, jetzt aber aufpassen, ne? Ohne dich hätte ich es nie geschafft. Tu dir einen Gefallen und besorg dir neue Kleidung. Werde ich als allererstes machen. Hier ist dein Anteil. Und wenn du das nächste Mal Augäpfel essen sollst, um einem Club beizutreten, dann such dir einen anderen Club. Das ist ein guter Rat, definitiv. So. Dann haben wir jetzt wieder zwei neue Entwürfe bekommen. So, dann haben wir das ja fertig. Wir sind hier fertig, da sind wir fertig. Zwei Schützenmissionen geschafft. Jetzt sind wir zu der Brücke, weil das ist ja schon die Main Mission. Also, zu der Brücke. Aber wir machen kurz einen Cut, ne? Bis gleich. So, Leute, da wären wir. Schon auf der Brücke. Hier ist viel mehr los. Überall explodiert alles. Deswegen musste ich ein bisschen später rein
abschneiden, aber die kommen in Scharen. Also die sowieso. Aber diese Explodierenden, die sind überall. Wir müssen ein schwarzes Auto hier finden. Schwarzes, schwarzes Auto. So, die Frage ist wo? Noch mehr Infizierte? Da hinten. Das muss es sein. Die spawnen, das ist nicht gut für uns. Mach Hände bitte. Down. Das ist ja auch so spawnen, so langsam ekelhaft. Mach Hände. Oh, lol, die Animation. Halt. Jetzt aber. Ich wollte eigentlich was zum Werfen ausrüsten. Da ist es ja. Gut. Kurz noch mal gucken, ob da hinten wirklich kein schwarzes Auto ist. Weil es geht ja bis hier hin. Aber das sah schon mal sehr gut aus, weil es gibt nicht viele schwarze Autos. Trotzdem gucken, gucken, gucken. So, hier ist sowieso Limit. Okay, da hinten ist dieses spezielle Lager. Ja, da kann man auch richtig geil looten. Der Spot war damals echt geil. Gut, zurück zu dem schwarzen Auto da ganz hinten. Das einzigste in dem Umkreis, lustigerweise. Also ziemlich leicht zu finden. Nochmal zurück. Da hinten. So, ich muss natürlich in den Kofferraum. Aber. Ha! Oh, Mist! Dein Ernst? Nein, 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 nein. Okay, das ist anders. Bergen Sie seine Kamera. Ich will nicht erdrückt werden. Ganz ruhig. Ein Reifen ist... Oh, shit! Okay, das ist echt geil, das Feeling. Ohne Scheiß. Also, die das machen mit den Zombies, wenn die fallen und so. Das ist echt cool gemacht. So, warte. Jetzt müssen wir nach da hinten. Melden Sie sich bei Tolga. Ne, wir müssen hier hin. Tolga ist in der Nähe. Okay, gut zu wissen. Komm on, komm on. Hoch mit dir. Ich muss hoch benutzen. Perfekt. So, da hinten muss ich hin. Oh, Leute, was ist das denn hier? Gefängnisüberfall. Ah, das ist das DLC. Also diese kleinen Dinge, die dazugekommen sind, die wiederholbar sind. Oh, lol, Junge. So, da hinten ist unser Typi. Hier ist deine Tasche und deine Kamera. Sie haben es geschafft. Wie soll ich Ihnen danken? Wie heißen Sie? Die Leute werden von Ihnen erfahren. Mein Name ist egal, denn Sie sitzen hier trotzdem fest. Hier kommt keiner raus. Aber warum haben Sie mir dann geholfen? Ihr Leben riskiert. Um Ihnen zumindest die Chance zu geben, mich eines Besseren zu belehren. Viel Glück, Fallon. Ich verstehe. Danke. Und viel Glück. Gut, Leute, dann kann ich noch sagen, ich werde jetzt versuchen, die Spritze und Schmerzmittel nochmal selber zu finden, damit wir nicht so viel Zeit im nächsten Part verlieren. Und dann starten wir wahrscheinlich im nächsten Part bei Tolga und Fatin, weil die hier unten schon sind. Und wir werden im nächsten Part versuchen, XP-Kalibur zu finden. Der müsste irgendwo hier unten sein, glaube ich, auf irgendeiner Insel. Deswegen suchen wir mal. Falls das hier ist, aber ich glaube schon. Und genau, und dann gucken wir, ob wir noch DLC sage ich schon, Side-Missions haben. Wenn nicht, dann Hauptmission. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like, Abo, Kommentar da und wie immer, bis zum nächsten Mal.